So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir stehen schon wieder beim Kinderarzt, aber nicht wegen Jonas, sondern wegen Marie. Ups, muss kurz aufs Handy gucken, es regnet, nämlich es tropft. Jedes Mal, wenn was aufs Handy drauf geht, geht das irgendwo hin und macht irgendwas, was es gar nicht soll. Ich dachte, ich habe eine ruhige Woche. Momentan läuft nämlich noch das Neujahrsevent in Pokémon Go. Wie man vielleicht hier sieht, da sitzen überall diese Pummeluft rum. Ganz viele auf einem Fleck, die jetzt auch neu shiny sein können. Es gibt Showcases mit Pummeluft, aber bei mir ist heute Mittwoch. Das heißt, heute Abend um 20 Uhr ist das Event um. Ich stehe jetzt aber hier, weil, pass auf, der Marco FedEx mir ein Ticket geschenkt hat. Und zwar ist das diese Eierlei-Zugang-Ticket für Januar. Ich hatte das im Dezember. Ich dachte, im Januar gibt es das gar nicht, weil man das selber kaufen muss. Man konnte es ja nicht verschenken. Mittlerweile kann man es doch verschenken. Marco FedEx hat es verschenkt. Es kam an. Das heißt, ich krieg wieder 30 Brutmaschinen. Also eigentlich 31, aber 1. Januar hatte ich es noch nicht. Kriege ich noch 30 Brutmaschinen, obwohl hier steht, dass das nur bis 29. Januar geht. Muss ein Fehler sein. Und ansonsten kann ich halt wieder mehr Geschenke verschicken, aufsammeln hin und her. Die ersten Aufgaben, die jetzt dabei waren, es sind 4 Kapitel, waren: fange 30 Pokémon, fange 15 verschiedene Arten von Pokémon und verschicke 20 Pokémon. Ich muss das leider alles immer so ein bisschen nebenbei machen, weil mir einfach die Zeit fehlt. Ich wollte noch Voltrian Raid machen, Mosquito Raid machen, ich muss Raid am Mittwoch noch aufnehmen. Es sind schon wieder Infovideos da, die rausgehauen werden müssen. Ich habe trotzdem traditionell meinen Buddy natürlich umbenannt. Und der heißt jetzt Marco FedEx. Die 100 hat nicht hingepasst, der heißt Marco FedEx 10. Denkt euch einfach die andere 0, dann heißt er 100. Und danke an Marco FedEx für diese Forschung. Ich hole jetzt erstmal auf der ersten Seite hier diese paar Aufgaben ab. Wir gucken, was auf der zweiten Seite für Aufgaben sind und wollen natürlich dann schauen, ach so, da gibt es eh nur Staub. Das ist gar nicht so spektakulär. Verwende 25 Beeren beim Fang von Pokémon, schicke 5 Geschenke an Freunde, brüte 3 Eier aus. Eier ist ja auch so eine Sache, momentan ist ja noch halbierte Brutdistanz. Ich packe dann immer mal hier, wenn ich sowas habe, rein. Alle, die nur drei, bei jedem, wo ich noch 3 Stück habe und 2 Stück habe, die haue ich alle weg. Die, die ich einmalig habe, hier noch 1, die hebe ich aber auf. Das sind jetzt 46. Jetzt habe ich hier ein bisschen was rein, da wird ein bisschen was gebrütet, ich verschicke was und dann meldet bei uns, wenn wir den Rest hier auch wieder abholen können. Und jetzt schnell wieder rein und warten, es ist nämlich nass. So, bei uns ist jetzt der nächste Tag. Wir sind gerade auf dem Weg zur Schwimmhalle. Sieht ungefähr so aus, das ist das Ding da hinten. Ich habe absolut keinen Bock, aber was tut man nicht alles für die anderen? Immer wieder Opferbereitschaft, Opfergabe. Wir möchten jetzt aber den zweiten Teil von der Forschung erstmal abholen. Hier so eine blaue Arena. Wenn wir da drauf drücken, seht ihr auch, da steht Schwimmhalle Meiningen. Ne? Die nehme ich gleich noch ein, das ist wichtig. Was haben wir jetzt aber für Aufgaben noch? Wir haben gestern die Aufgaben gezeigt, wir haben jetzt noch 25 Beeren übrig, brauchen noch 5 Stück. Das wollte ich jetzt hier machen, hier sitzt aber gar nichts rum. Rauch nützt mir gerade auch nichts, das heißt, ich gehe einfach mal in meinen Queststapel. Da habe ich nämlich zufälligerweise noch 5 drin und kann jetzt hier was füttern. Machen wir das kurz für euch so. Huch. Ah. Sieht vor für Effekt. Drücken 1, ein Seemob, ihr seht, da sind noch Sachen drin von Weihnachten. Packen hier das zweite drauf, ein Skungapoo. Vielleicht haben wir ja sogar einen Shiny noch dabei, ein 100er irgendwas. Rosana, nee, das ist auch nix, braucht man nicht. Jetzt rede ich schon wie Jan Lange, von dem ich sehr enttäuscht bin. Aber nicht den, den ihr kennt aus der Pokémon-Community, sondern von dem anderen. Es gibt nämlich so viele Jan Lange, die Jan Lange heißen, versteht ihr? Haben jetzt hier das vierte. Wir brauchen noch das fünfte, dann müsste die Seite auch fertig sein. Wir haben mit Seemobs angefangen, wir werden mit Seemobs auch zu Ende gehen. Mit dem Schal, das sieht gut aus. So, jetzt haben wir die 5 fertig. Jetzt können wir hier was abholen für die tägliche Aufgabe. Können hier den Staub abholen 3-mal. Grüße an Marco FedEx an der Stelle. Hier nochmal Staub abholen, komm auf Seite Nummer 3. Akku ist auch gleich leer, perfekt. Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel. Öffne 5 Geschenke. Fange 20 Pokémon vom Typ Wasser oder Flug. Ja, Wasser passt im Schwimmbad, aber kannst du das Handy nicht hier. Das machen wir jetzt auch fertig irgendwann. Ich lasse mir da jetzt wirklich Zeit. Ich glaube, ich mache jeden Tag eine Seite und am nächsten Tag, wenn wir irgendwo hinfahren, mache ich kurz das Ergebnis, filme das. Hier gibt es auf jeden Fall saftige EP. Die kann man mitnehmen. Vielleicht kann ich das noch mit dem Glücksei verbinden, ein paar Aufstiegen. Weil wir es am Samstag Sea Day. Ja, bis dahin bin ich bestimmt schon fertig. Oder auch nicht.
Wir machen das jetzt fertig, Akku ist gleich leer, danke Marco FedEx und weiter geht's. So, es ist wieder der nächste Tag, es funktioniert wieder perfekt, wir gerade so einkaufen, fahren zum Rewe. Da hinten ist der Rewe, das ist hier der Rewe-Sender, alles dabei. Ich habe mein Gotcha wieder laufen lassen, ein bisschen. Habe gestern Abend im Bett meine Buddies durchgewechselt die ganze Zeit für die Buddyherzen. Und durchs Rumfahren und Rumgurken sind auch noch ein paar Eier geschlüpft. Ich möchte noch mal ganz kurz zeigen, wie ich das mit dem Buddy immer mache. Ich gehe da immer drauf. Ich brauche jetzt genau noch ein Buddyherz. Ich fütter dann, na gut, jetzt ist eh Quatsch. Weil der hat ja gerade was gefunden, das heißt, wenn ich das abhole, ist die Aufgabe schon fertig. Ist leider kein Souvenir, das wäre noch lustiger. Aber normal bin ich gestern immer auf einen Buddy gegangen, habe dann immer eine goldene Beere gefüttert, weil ich so viele goldene Beeren hatte. Sobald er dann voll wird, habe ich unten noch ein Foto gemacht, ungefähr so. Und dann habe ich ihn natürlich noch gestreichelt, damit er sich freut. Und dann habe ich durchgewechselt, mal verschiedene hundertprozentige Pokémon, die ich hatte. Und habe da auch Beere gefüttert, Foto gemacht, gestreichelt, Beere gefüttert, Foto gemacht, gestreichelt. Und das dann, bis ich 24 von 25 hatte. Und damit konnte man das einfach pushen, ohne dass man mit dem Buddy irgendwie mehr machen muss. Also das war irgendwie richtig easy. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir ja im Heute-Tab, wir können hier die Erfahrungspunkte abholen. Ich weiß jetzt nicht, mache ich ein Glücksei an, habe ich noch einen Levelaufstieg, irgendwas da? Ich werde es einfach jetzt so abholen. Weil ich weiß nicht, ob auf der letzten Seite nochmal Erfahrungspunkte sind oder nochmal Aufgaben. Wenn Aufgaben kommen, habe ich das umsonst angemacht. Und es ist ja jetzt am Samstag eh der C-Day und da kann ich ja die Levelaufstiege lieber da machen. Ist für die anderen auch besser. Ich hätte zwar einen Dreier öffnen können, der gesagt hat, ich kann öffnen, wann ich will. Und ich hätte diverse Zweier, aber die Zweier, pff, was willst du, die einen Tag vom C-Day aufmachen, lässt du halt auch so. Und ich habe es wieder mal richtig gemacht, denn hier ist gar nicht Belohnungen zum Abholen. Hier ist die vierte Seite. Lande 30 Curveball-Würfe, erkunde 5 Kilometer und entwickle 10 Pokémon. Das muss ich dann morgen vor dem C-Table aufmachen. Und da müsste dann auch das Togekiss drin sein. Ansonsten gibt es 20.000 Staub. Das alles durch das Ticket von Marco FedEx 100. Dankeschön dafür. Wir können auch hier unseren Stempel für heute abholen, das passt auch. Und hier drüben muss ich auch endlich mal wieder was abholen, aber das muss auch wieder ein extra Video, weil da ist wieder ein mysteriöses drin. So, ein Pokémon wollen wir noch fangen. Was nehmen wir denn? Was ist denn am coolsten, was hier rumsitzt? Natürlich Macholo. Gar keine Frage, Macholo ist cool. Wir werfen da noch einen Ball drauf, nehmen das mit, melden uns zurück, wenn wir die letzte Seite abholen und gucken, ob wir ein fettes, brutales Togetic bekommen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Teegut. Kleinen Spaziergang nochmal machen, ein bisschen mit dem Gotcha noch laufen lassen, Arenen setzen. Wollen auch gleich mal Jonas seinen neuen Buggy ausprobieren. Ist das jetzt ein Buggy, ja? Weil sein Kinderwagen, der ist ja irgendwie zu klein und jetzt hat er hier einen Sitzsack, einen Fußsack meine ich. Und ist total begeistert. Ja, das war jetzt auf jeden Fall die Hölle, das Ding zusammenzubauen. Und wir müssen natürlich auch den Karton wegschaffen. Und machen dann erstmal einen Ausflug zum Teegut. Und da können wir dann hoffentlich die... Ah, ich komme nicht hin. Arm ist zu kurz. Da können wir dann die Aufgaben abholen. Ah, Muscle Man. So, wir sind jetzt raus aus dem Teegut, haben noch kurz was eingekauft. Ich möchte den Rest von der Forschung abholen. Vorher mal kurz einen Blick auf den Parkplatz, dass ihr seht, wie es hier so aussieht. Da ist Pupsi. Da ist die Ausbeute. Seht ihr das da drin, hinter dem Netz? Da hat sich was versteckt. Ansonsten haben wir einen Semmel mitgenommen, Currywurst. Das hier so eklige Mischmasch von Fritz Cola. Du weißt schon, dass wir die schon mal hatten. Echt? Die absolut abartig war. Viel Spaß beim Trinken, Pupsi. Und immer wenn wir herfahren, habe ich Dosch. Normalerweise nehme ich eine Dose Dirty mit. Jetzt habe ich hier gesehen, Monster. Trinke ich ja ultra selten. Ich habe das jetzt auch nur mitgenommen, weil es Zero Sugar ist. Das heißt, es schmeckt bestimmt abartig, aber ist nicht ganz so schädlich. Irgendwie hat mich auch die Farbe angesprochen, da dachte ich, statt Dirty einfach mal das. Ist ein guter Ersatz und war, glaube ich, sogar günstiger. So, wie es schmeckt, werdet ihr aber nie erfahren. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir rein. Ich glaube, der Dabi ist übelst der Monster-Fan. Kaffee. Ja, Kaffee. Gehen wir jetzt mal hier drauf, holen mal den Sternenstaub ab. 5000. Wie viel ist das, Marie? Genau. So, und jetzt holen wir hier Togetic. Ist leider kein Shiny. Das leider können wir streichen, das Shiny ist eh hässlich.
724, ich kenne die WP nicht, ich spanne euch jetzt mal hier ein, werf mal den Ball, aber demnächst ist das Feen-Event, da gibt es sowieso Togetic in der Wildnis selten zu fangen, das heißt, da kann man gut Bonbons farmen. Gibt es hier XL, ein XL gab es dazu, wir bewerten es und es ist ein 15-11-15. Danke Marco FedEx für dieses halbfette Togetic. Wir können, also das ist jetzt hier alles fertig. Das hier kann ich nicht machen. Hier diese Brutmaschine abholen wegen Pokémon Trainer Club Zeugs. Hab kein Konto. So, gehen wir hier rüber. Wenn ihr Tipps habt, wie ich das doch bekomme, schreibt es in die Kommentare. Hier können wir noch was abholen. Aus der Feldforschung ist ein Carpador drin. Zack, werfen wir hier noch drauf und das passt perfekt, denn heute ist Freitag. Bei uns ist morgen Samstag, der Sea Day, wo Shenaya kommt und Thomas auch kommen wollte. Wir streamen ja wieder eine Stunde, laufen dann da ein bisschen rum. 106 ist schlecht, 117 müsste das 100er sein. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Das ist Marco FedEx. Danke auf jeden Fall für die Forschung, für das Ticket, wo ich jetzt noch den Rest des Monats jeden Tag eine kostenlose Brutmaschine bekomme. Und wenn ihr auch so einen schönen Pulli haben wollt wie ich im Spiel, dann checkt mal den Promocode ab, den ich in den Community-Tab gepostet habe, mit dem ihr so einen Pullover kaufen könnt. Der kostet irgendwie 950 Euro normalerweise und jetzt ist er hier so drin für euch im Spiel, dass ihr den nehmen könnt. Ja, der Typ säuft immer zu sein Glühwein. Das sieht man den gar nicht richtig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Mischmasch, Ramses. Das war aber zaghaft. Zeig mal her, die Blöre. Für alle, die nach dem Outro noch nicht abgeschalten haben, ich probiere jetzt mal diese Monster Energy Ultra Rosa. Ultra Rosa. Ich habe keine Ahnung, nach was das schmeckt. Es ist beim Trinken aber auf jeden Fall erfrischend. Danach wird es ein bisschen süß. Aber es ist trotzdem irgendwie angenehm. Muss ich sagen, gefällt mir besser als Prime, gefällt mir besser als Gönnergy. Da muss doch auch Süßstoff drin sein, wenn das Zero ist, oder? Aber es ist so dezent, kurz reingesetzt alles, dass das irgendwie nicht chemisch schmeckt, sondern irgendwie trotzdem noch angenehm. Und auch nur ganz leicht Kohlensäure, damit die nicht alles wegbrennt. Mein erstes Monster auf der Welt. Ich bin begeistert.